Also sagen wir, ich bringe ein Thema auf, wie zum Beispiel Informationssicherheit im Datacenter, es könnte Datenleaks geben. Wir werden das besprechen, wir werden an dieser Geschäftsleitungssitzung eventuelle Risikomanagement durchführen, also Risikoidentifizierung, Risikoanalyse und eine Beurteilung. Mhm. Was machen wir genau? Und mit dieser Entscheidung gehe ich nachher in den Betrieb und setze die eigentlich mit dem Betrieb zusammen um. Die Muriel fragt nach. Der OBT-Podcast mit spannenden Themen über die komplexe Welt der Finanzen. Heute mit dem Gast Sven Durcay, CISO bei der OBT. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der 9. Folge vom OBT-Podcast. Mein Name ist Muriel Burgas und ich darf die kommende Sendung durchmoderieren. Wir sind bereits beim 3. Themenblock angekommen. Da reden wir alles rund um das Thema IT-Prüfung, Informationssicherheit. 2 Folgen haben wir bereits zu dem Thema aufgenommen und heute befassen wir uns mit dem 3. Block. Und zwar geht es da um das Thema Informationssicherheit. Dafür haben wir den absoluten Experten auf dem Gebiet, den Sven Durcay, eingeladen. Er ist CISO bei der OBT. Und wird nachher auch noch gerade kurz sagen, was heisst das überhaupt, wenn man CISO ist. Nebst seiner Rolle als CISO bei der OBT ist er auch noch selbstständig als Berater und freier Auditor unterwegs. Aber Neues hören wir gerade von ihm persönlich. Ja, liebe Zuhörer, schön sind ihr dabei. Ich würde sagen, wir starten in das spannende Thema. Herzlich willkommen, Sven. Herzlich willkommen, Muriel. Danke vielmals für die Vorstellung. Schön, bist du da. Ich habe ja schon mal ganz kurz gesagt, was du ein bisschen machst, aber vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher von deiner Seite. Wer bist du? Was machst du? Also mein Name ist Sven Durcay. Ich bin Teilzeitmitarbeiter von der Firma OBT. Ich darf den Bereich Informationssicherheit hier überwachen und prüfen und leiten. Ich bin aber als Ausnahme selbstständig beruflich tätig, auch Teilzeit sogenannt. Für kleinere Projekte. Ich gehe Beratungen machen für Informationssicherheit und betreue 2-3 Kunden bei der Einführung. Und nebenbei bin ich auch noch im Normengremium von der SVN. Das heisst, ich kümmere mich dort um diese 27001-Norm, die auch immer wieder mal neu rauskommt. Also immer wieder mal alle 10 Jahre kommt sie mal neu raus. Und wir beraten dort, was genau drin wird stehen, was sind die grundlegenden Themen eigentlich. Gut, jetzt sind wir schon mit drin. Also auf jeden Fall, was man schon mal gehört, ist eben, du bist absolut die Experte, wenn wir über das Thema ISO-Zertifizierungen reden. 27001 haben wir gerade gehört. Gehen wir mal schnell an den Anfang zurück. Was ist genau oder was macht genau ein CISO? Ja, also CISO bedeutet eigentlich vom Grundsatz her Chief Information Security Officer. Das ist eigentlich der die ganze Informationssicherheit in einem Unternehmen überwacht. Die OBT kennt den Begriff so nicht. Wir sagen dem Corporate Information Security Officer, weil es auch für das Geschäft ist und weil es keine C-Level-Position in der Unternehmung soll darstellen soll. Eigentlich bin ich Berater von der Geschäftsleitung in Informationssicherheitsfragen und bei der OBT kümmere ich mich natürlich genau darum, was ist die Norm und erfüllen wir die Norm, halten wir sie ein und was sind alle Prozesse dahinter, damit man sich gewährleisten kann, dass man da über die Jahre behalten. Ja, du hast schon gesagt, was ist die Norm und wie halten wir sie ein? Wir haben ja vorher schon gehört, die Norm 27001. Kannst du kurz darauf eingehen, wieso die so wichtig ist? Also grundsätzlich sind ja einfach alle ISO-Normen recht wichtig. 27001 hat einfach einen Fokus auf Informationssicherheit. Und die Informationssicherheit ist halt in der heutigen Zeit, wo wir ja wissen, wie viele Datenleaks und wie viele Daten das abgesogen werden, weil alles kann im Darknet gekauft werden. Relativ wichtig. Ja. Also das ist einfach ein Grundthema. Kein Kunde von der OBT wünscht sich, dass seine Daten irgendwo anders als in der OBT verfügbar sind. Und nicht einmal jedem Mitarbeiter in der OBT eigentlich normalerweise nur denen, wo es auch wirklich zugänglich gemacht werden soll. Jetzt, du hast gesagt, alle Normen sind natürlich irgendwie wichtig. Wenn wir jetzt hören, die Norm 27001, ist das effektiv die Aufzählung? Also gibt es da mehrere 20, 30, 40, 50'000 Normen? Es ist ein bisschen verschieden. Wie das genau zusammengestellt wird, kenne ich nicht. Es ist nicht 1001, die kennen wahrscheinlich die meisten. Das ist Qualitätssicherheit. Ja. Dann gibt es ISO 20'000, das ist Management für, also quasi ITIL, Service Management in der IT. Und eben zum Beispiel auch 27001, Informationssicherheit. Dann gibt es eine Norm 31'000, Risk Management.
es können nicht alle Normen auditiert werden. Ja. Aber es gibt halt Normen wie 27001, die akkreditiert sind und können auch zertifiziert werden. Okay, gut. Das heisst, wie muss ich mir denn so einen Alltag von dir vorstellen als CISO? Recht komplex. Ja. Also das heisst, ich bin eigentlich grundsätzlich da und schaue, dass wir gewisse Richtlinien in Abstimmung mit der Geschäftsleitung erstellt haben, wo ein Betrieb sagt, was mit Informationen bei uns im Betrieb muss ablaufen. Mhm. Aus dem Ganzen aus geben wir da einen Betrieb weiter. Und der Betrieb sucht eigentlich mit mir zusammen Lösungen, wie setzen wir es um, wie prüfen wir, ob unsere Umsetzung auch schlussendlich korrekt abläuft und wie melden wir es zurück. Und mit den Rückmeldungen gehe ich eigentlich wieder in die Geschäftsleitung und erkläre, was die momentane Situation ist. Vieles läuft ja über Risikomanagement. Also die Geschäftsleitung muss permanent über die Risiken der Unternehmung informiert werden. Ja. Sie muss so informiert werden, dass sie auch selbstständig entscheiden kann, was sind die nächsten Schritte? Also ich mache sicher Vorschläge, was man könnte machen, aber die Entscheidung muss über die Geschäftsleitung kommen. Also der CEO und die Geschäftsleitung zusammen sind immer oberstes Gremium für mich, was wird gemacht. Und ich gehe nachher mit diesen Informationen wieder zurück und prüfe und setze die um und prüfe dann so wieder neue Prüfmechanismen für das Ganze. Das heisst, dass im zeitlichen Ablauf her, also wie regelmäßig findet der Austausch statt? Ist das etwas, wo man sagt, wir machen das einmal jährlich in einem strukturierter Prozess? Ist das etwas, wo jeden Monat läuft? Oder? Das wäre noch schön, wenn das einmal im Jahr wäre. Nein, es ist bei uns auf monatlicher Basis. Also wir haben das so getimt, dass ich ein Teil von der Geschäftsleitungssitzung bin. Ja. Ich komme immer einen Timeslot über. Ich muss nicht den ganzen Tag teilnehmen. Ich bin auch nur nicht an allen Sachen dran, die die Geschäftsleitung machen muss. Ich bin einfach für meinen Teil da und suche in der Zeit, wo ich halt meinen Slot habe, auch die Themen raus, die für die Geschäftsleitung momentan gerade wichtig sind. Ja. Aber es ist ein kontinuierlicher Prozess. Ja. Und dann muss das irgendwie abgeleitet werden. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das auch wieder in Dokument strukturiert? Ist das in einem Prozess strukturiert? Je nachdem, wo es halt hergeht. Also sagen wir, ich bringe ein Thema auf, wie zum Beispiel Informationssicherheit im Datacenter. Es können Datenleaks geben. Wir werden das besprechen. Wir werden an dieser Geschäftsleitungssitzung eventuell ein Risikomanagement durchführen, also eine Risikoidentifizierung, eine Risikoanalyse und eine Beurteilung. Mhm. Was machen wir genau? Und mit der Entscheidung gehe ich nachher in den Betrieb und setze die eigentlich mit dem Betrieb zusammen um. Du hast natürlich ein Geschäftsleitungsprotokoll, das da festgehalten wird. Ja. Also es ist nicht notwendigerweise so, dass ich jetzt für das ISMS, also Informationssicherheitsmanagementsystem, alles nochmal separat gehen, dokumentieren. Aber ich muss einfach im ISMS mitführen, wo finde ich die Informationen, wo ist das beschlossen worden. Es muss einfach ein durchgehender roter Faden vorhanden sein. Es klingt nach einem never-ending Prozess. Ist das so? Oder, es oder ist hast ein du noch irgendwie Prozess. Den Überblick, was als, oder wie pickst du dir raus, was als nächstes irgendwie angeschaut muss werden? Schön wäre ja, wenn ich mir könnte etwas rauspicken könnte. Okay, wie läuft es ab? Ja, ich komme über Inzidenz, halt alles über, was am Tag so durch passiert. Also sagen wir haben jetzt einen Ausfall im Datacenter, egal wie lange, ich komme eine Information über, ich muss mich mit dem Verantwortlichen vom Datacenter darüber abstimmen. Warum hat es den Vorfall gegeben? Sind alle Informationen vorhanden? Ja. Wie ist das nächste Vorgehen? Was brauchen wir überhaupt? Ist es eventuell notwendig, dass man den Datacenterbetreiber ändert? Ist es vielleicht notwendig, dass man etwas in der Kommunikation mit der Unternehmung verändert? Es kann verschiedene Auswirkungen haben und je nachdem, wie die Auswirkungen sind, werden wir das so in die Geschäftsleitung reinbringen und dort wird entschieden, was das nächste Vorgehen ist. Aber das heisst eigentlich, es ist ein reaktiver Prozess. Ja, sind das jetzt falsch? Aber es kommt auf eine Reaktion auf ein Incident. Eine Reaktion auf ein Incident ist immer reaktiv. Eben. Ja, dort muss ich so vorgehen. Aber was heisst, es kommt darauf an? Das heisst, es gibt auch andere Situationen. Es gibt vieles, was halt im Risiko auch erfasst wird, wo einfach könnte sein. Ich meine, wir haben jetzt einen Fall, der in jedem ISMS im Risiko vorkommt, ist der Cyberangriff. Ja. Den musst du einfach drin haben. Da ist ein präventives Vorgehen. Ja. Was sind die besten Schutzmaßnahmen, die wir uns werden zutun? Ja. Und wie weit wollen wir auch gehen? Und da geht es auch darum, dass man vielleicht einen Mittelweg findet von einer Risikoakzeptanz. Mhm. Also irgendwo, man könnte ja nicht sagen, die OBT gibt jetzt Milliarden von Franken aus, nur um sich von jeglicher Form von Cyberangriff zu schützen, weil dann sind wir irgendwann ist der Geldbeutel leer. Ja. Also man trifft eine gute Abstimmung zwischen Nutzen und Wirkung, ja. oder?
ja, ich glaube, ein wichtiger Aspekt, oder? Das Spannungsfeld zwischen, ja, wie viel soll man machen, wo notwendig ist, aber wo müssen wir auch sagen, gut, wir müssen auch noch irgendwie agil bleiben, um das Trendwort aufzugreifen, genau. Wie alle ja sagen, oder? Das ist ja dann auf der anderen Seite. Ist das irgendwo, ist das in den Normen festgehalten oder ist das dann Interpretationsspielraum? Weder noch. Es ist nicht ganz genau festgehalten. Was festgehalten ist in der Norm, ist, dass du einen Prozess haben musst, der durch das Risiko führt, wo immer wieder gleichwertige Ergebnisse erfüllt. Also du kannst nicht heute mit Äpfeln messen und morgen mit Bieren. Ja. Es muss ein Prozess stattfinden, wo immer schlussendlich die gleichen Resultate anliefern kann. Okay. Es muss aber nicht so sein, eben jetzt genau mit dem Cyberangriff, da kannst du alles machen, da wirst du nie darum herumkommen, dass du die gleiche verwünschen kannst. Aber du musst halt dort irgendwo mit dem Management da finden, wo dem Unternehmen passt und für die Unternehmung auch nicht allzu grosse Risiken vorherrscht und nicht zu hohe Kosten. Ja. Also es ist eine Abwägung. Irgendwann muss die Geschäftsleitung sagen, wir ziehen hier einen Strich, das reicht. Aber es muss auch klar sein, dass aus der Geschäftsleitung die Vorhersage getroffen, also die Prognose getroffen wird, jetzt ist genug. Ja. Bis dahin gehen wir und alles darüber akzeptieren wir. Ja. Weil eben, sonst müsste ich auch jeden Mitarbeiter zweimal einstellen, weil es könnte jeden Tag ein unter das Tram kommen. Ja, ist auch etwas, weil wir im Risikomanagement sind, auch bei den personellen Risiken, die wir dann noch hätten. Jetzt, also die OBT hat einen eigenen CISO in dir, wo da die Geschäftsleitung unterstützt, monatlich in den Geschäftsleitungssitzungen dabei ist. Wie machen das andere Firmen? Machen die das auch in dem Sinn selber, so wie jetzt mit dir in der Person, oder geben die das extern? Ganz verschieden. Also es gibt Varianten, wo sagen wir, ein 100% CISO umeinander ist. Kommt auch ein bisschen auf die Firma drauf an, was macht die Firma? Ja. Wie intensiv sind die Informationen in dieser Firma zu sichern? Ja. Dann gibt es grosse Firmen, die halt ein 100% CISO haben. Es gibt etwa eine Firma, die aus mehreren CISOs eigentlich besteht, also nach einem Konstrukt hierarchisch mit einem CISO und zwei Mitarbeitern, die sich um verschiedene Sachen kümmern. Es gibt sicher so Sachen wie die OBT, wo ein 50% CISO da ist, mit einer Aushilfe aus einer anderen Abteilung, die Inzidenz anschaut in meiner Abwesenheit, die mich informiert. Dann gibt es aber auch sicher solche, die CISO als Service buchen. Also das heisst, sie geben dann einer anderen Firma das Incident-Management in die Hand und was der sonst noch alles braucht. Und irgendeine Person in dem Outsourcing-Unternehmen überprüft dann da und leitet die weiteren Schritte ein. Also es gibt jegliche Ausprägung in dem Bereich. Ja. Das Einzige, was ich weiss eigentlich von diesen Normen, ist ja, dass es die jährlichen Zertifizierungen gibt. Genau. Ist das auch bei den... Ja, also alle ISO-Normen unterliegen dem 3-Jahres-Zyklus. Ja. Das heisst, alle 3 Jahre wird rezertifiziert. Es ist aber so, im ersten Jahr, als ich sie mache, habe ich eine Zertifizierung, also eine Erstzertifizierung. Ja. Im darauf folgenden Jahr habe ich einen Aufrechterhaltungsaudit und im Jahr darauf einen Aufrechterhaltungsaudit und dann eine Rezertifizierung. Ja. Also es ist immer für einen 3-Jahres-Zyklus, aber ich habe jedes Jahr ein Audit. Und das Audit, sagt man das jährliche, wie lange dauert das ungefähr? Es ist etwa immer ein Drittel von der Gesamtzeit, also von einem Zertifizierungsaudit. Okay. Du hast auch erwähnt, nebst deiner Tätigkeit als CISO schreibst du ja auch selber an den Normen mit. Genau. Was passiert das oder wie passiert das? Wie kommt man in so eine Rolle? Ja, in der Schweiz ist das ziemlich einfach. In der Schweiz gibt es die SVN, also die Schweizer Normenvereinigung. Und jede Unternehmung kann sich eigentlich anmelden und kann sich nachher irgendwo in einer Fachgruppe einbringen. Für mich war es jetzt einfach ideal gewesen bei der 27.001, weil es mich einfach sehr interessiert, auch persönlich. Weil man so auch ein bisschen die neuesten Informationen hat. Man kann sich auch gut austauschen. Ja. Normalerweise geht man irgendwo an eine Fachtagung und dort hört man Diverses. Aber da sitzt man eigentlich wirklich an der Quelle der Information. Ja. Und das Interessante daran ist, es gibt ja alle, die mitmachen in den Normenvereinigungen auf der ganzen Welt, jedes Jahr einen Haufen Anfragen als Komitee ein, was könnte man alles machen. Und aus dem allem wird ja wieder dann aufbeindelt, was machen wir wirklich. Es werden Abstimmungen gemacht, sollen wir uns mehr um das, sollen wir mehr ums andere kümmern. Und es werden auch von diversen Seiten Texte geschrieben, wo man dann miteinander wieder abstimmt, was ist jetzt die beste Variante. Aber das heisst, du hast es gesagt, weltweit? Ja. Das heisst, es gibt weltweit ein gemeinsames Verständnis von dieser Norm. Also dieser 27.001 wird ja
über die IAF akkreditiert. Also ich sage heisst, ja, aber ich jetzt nicht so, dass ich es gewusst hätte, aber ja. Wird über die IAF kontrolliert. Ja. Die akkreditiert alle und schaut, dass alles unter einem Hut ist. Es gibt nicht für verschiedene Länder verschiedene ISO 27001. Es gibt eine 27001, die gilt für alle Länder und alle schreiben daran mit. Beeindruckend. Alle schreiben daran mit. Wow. Das heisst, wie lange dauert so ein Prozess, bis das updated wird? Lang. Das stelle ich mir vor. Ist es ein Abstimmungsprozess oder ist das ein Konsensprozess? Es ist noch schwer zu sagen. Es ist eigentlich schon ein Abstimmungsprozess, es ist auch ein Konsensprozess dahinter. Ja. Das Problem ist eigentlich mehr oder weniger, wann ist der richtige Zeitpunkt für so etwas. Ja. Also es sammelt sich auf eigentlich im Komitee, was sollte man alles machen. Mhm. Und irgendwann hat es quasi wie so einen Peak erreicht, wo man sagt, jetzt müssen wir etwas tun. Also wenn du in die heutigen ISO 27001 hineinschaust, wirst du kaum einen Punkt finden, wo explizit tatsächlich so auf Cloud-Services hingeht. Aber wenn du unsere Umgebung anschaust, stellst du fest, alle arbeiten mit der Cloud. Ja. Es ist relativ komplex, jetzt da etwas rauszuextrahieren, wo nicht so Bestandteil davon ist. Mhm. Also hat man natürlich die neue ISO 27001 auch dementsprechend ein bisschen angepasst, dass es für den Auditor ein bisschen einfacher wird, auch die neue Technologie, also die neue Technologie in dem Sinn für die Auditoren, so zu prüfen. Ja, es erinnert mich ein bisschen daran, wir haben ein paar Folgen her auch über das Thema der Revision vom Erbrecht oder vom Aktienrecht geredet und dort ist es auch darum gegangen, dass das Recht eigentlich immer der Gesellschaft ein bisschen hinten nachher hinkt. Ja. Ist das bei der Norm, kann man sagen, ist das ähnlich? Ja, natürlich. Also es ist ja so, Technik ist natürlich da der absolute Treiber. Ja. Also heute wird etwas erfunden und morgen wird es umgesetzt und übermorgen ist es Standard. Mhm. So kann die Norm nicht funktionieren. Ja. Also das würde ja bedeuten, wenn wir das so würden machen, hätten wir jedes Jahr bei jeder Unternehmung eine Neuzertifizierung, weil alles sich verändert permanent. Ja. Und dann muss es auch etabliert sein. Es gibt viele Sachen, die heute da eben kommen, morgen umgesetzt sind und übermorgen hat auch jeder Betrieb, aber im Jahr ist es wieder weg. Ja. Also es muss schon eine gewisse Standhaftigkeit. Ja, ja. Es spielt halt dafür und dagegen, genau wie im Recht auch. Oder? Mhm. Das Recht hinkt immer hinterher, bis wir einen Gesetzesartikel geschrieben haben. Mhm. Ist das Gesetz schon lange irgendwie obsolet. Ja, so. Obsolet. Merkt man trotzdem aber jetzt eine kleine Veränderung, was den Speed angeht, in der Weiterentwicklung von der Norm, weil einfach eben die Welt sich schneller dreht, oder muss man sagen, nein, es bleibt eigentlich gleich. Also grundsätzlich muss man ja schon sagen, Norm hat ja schon einen Hochlevelgrad. Mhm. Also es ist schon so, die Prüfung von einem System oder was zu überprüfen ist, wird eben immer genau sein, immer genau gleich bleiben. Ja. Das ist vielleicht vergleichbar, was soll ich mit was aus, jetzt fällt mir gar kein gutes Beispiel ein. Aber es ist schon so, dass grundsätzlich Kontrollen immer nach dem gleichen Prinzip laufen. Die Frage ist einfach, was kontrolliere ich? Das sagt aber die Norm auch nicht ganz spezifisch, was muss ich kontrollieren. Das ist mein Ansatz, den ich als Techniker, je nachdem, was ich benutze, muss selbstständig herausfinden. Mhm. Also es ist mehr so eine High-Level-Schrift eigentlich. Den Kontext dazu muss ich mir selber geben, oder auch, was ich selber aufgebaut habe. Also damit es eigentlich auch überhaupt anwendbar ist für die Massen an verschiedenen Organisationen, die es brauchen. Okay. Jetzt vielleicht eine kleine blöde Frage, aber würde es sich das nicht anbieten, dass man es aufsplittet auf einzelne Länder? Oder ist das kontraproduktiv? Kontraproduktiv wird es natürlich für internationale Unternehmen. Ja. Also was machen wir jetzt zum Beispiel ein UBS, sagen, ich würde 27001, wir sind aber in jedem Land und in jedem Land müssen wir etwas anderes beachten. Ein zentralisiertes System, wo jedem die gleichen Vorgaben gibt, so wie es wahrscheinlich die UBS jetzt schon hätte zum Beispiel, ist gar nicht möglich. Denn, weil ich muss in jedem Land etwas anderes anschauen. Das stimmt. Nein, definitiv. Es macht natürlich Sinn. Ja. Wer ist denn so der klassische Kunde jetzt von dir? Der klassische Kunde im Auditieren oder in meinem privaten Beratungsumfeld. Jetzt sind wir aufs CISO-Thema gekommen. Also jetzt OBT, klar, da bist du jetzt angestellt, das ist intern, aber jetzt sonst im Auditieren nach außen. Sind sicher informatiklastige Unternehmen. Ja. Im Moment noch.
Im Moment noch, wieso? Meinst du, das verändert sich? Es wird sich sicher noch verändern. Also, vielleicht ist es ist immer noch ein bisschen bei den Leuten auch noch ein bisschen das IT. Also wenn man von Informationssicherheit redet, dann tut sich da manchmal schon noch bei den Leuten ein bisschen so im Gespräch in ein Vertrüllen von Information zu IT. Ja. Und das ist ja schon nicht ganz das Gleiche. Ja. Also eine Information hat ja doch damit zu tun, da kann im Kopf gespeichert sein, da kann auf Papier geschrieben sein, da kann irgendwo auf einem Zettel rumhängen, da kann in einem Gespräch passieren. Dort ist die Information daheim, da geht es um eine Information. IT ist eigentlich Informationstechnologie. Also, was schreibe ich vielleicht in einer Mail? Ist das da angemessen? Oder was publiziere ich auf meiner Homepage? Oder welchen Datenverkehr schicke ich woher? Ist aber nur ein Teilbereich von Information. Ja. Und darum denke ich mir, da werden auch noch viele Firmen irgendwann da so durchgehend sehen oder werden durch andere auch müssen etwas bringen. Also vor allem jeder, der ISO 27001 zertifiziert ist, muss seine Lieferanten auch überwachen. Mhm. Das heisst, wenn ich jetzt 27001 habe und ich gehe zu dir und will die als Lieferant akquirieren, dann schaue ich natürlich, was ist der optimalste Punkt, so dass ich die nicht muss bis das letzte Rädchen kontrollieren muss. Also schaue vielleicht, ob du auch 27001 hast. Man merkt das jetzt häufig beim Bund, wo der Bund eigentlich ausstrahlt, wir haben 27001, wir suchen Lieferanten und dann steht natürlich schon im Angebot drin oder im Aufruf drin, wir suchen den Lieferanten, der ISO 27001 hat. Das treibt natürlich stark an. Klar. Also viele machen das nicht, weil sie selber da wollen, sondern weil sie gesteuert werden über einen Partner oder über den Markt, genau, über den Markt. Ja, klar, also dann wird es eigentlich ein Qualitätsstandard und man muss sagen, gut, wenn du das beinhaltest, dann kannst du Teil von einem Netzwerk sein oder eben von einem Partnerschaft. Es ist vielleicht ein bisschen wie bei den Automobilherstellern. Mhm. BMW oder Audi oder wer auch immer würde dir nie einen Auftrag geben als Teile anfertigen, wenn du nicht ISO 9001 hast. Mhm. Sie prüfen nur den an. Und so wird auch mit ISO 27001 nach meiner Meinung auch mal werden. Ja. Ja. Ja, spannend. Jetzt, ich habe zum ersten Mal so viel gehört zum Thema ISO-Normen oder eben konkret 27001. Es würde mich aber abschliessend noch wundern, wie bist denn du eigentlich zu dieser Rolle kommen. Das ist ja jetzt nicht so im Kindergarten, ich möchte mal Polizist werden, ich möchte mal Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau werden und dann ich möchte gerne CISO werden. Ja, außer bei mir. Bei mir ist das natürlich so. Ist das schon immer klar gewesen? Nein, überhaupt nicht. Also, ich war mal Informatikleiter, also Datacenterleiter im Liechtenstein bei der Firma Kiberna, das darf ich ja gerne sagen. Mhm. Und wir haben das Datacenter, eines der grösseren im Liechtenstein, haben aber kein USP gefunden, also kein wirklicher Unique Selling Point für unsere Kunden. Wir haben das Datacenter gehabt, das war aber ein 0815 Datacenter, gewesen, so wie jedes andere auch im Liechtenstein. Ja. Und damit wir uns hätten können abheben oder etwas Spezielles bieten, haben wir nach Möglichkeiten gesucht. Und irgendwann sind wir auf die ISO-Normen gestoßen. Und wir haben das auch in einem Erstprojekt versucht umzusetzen und haben geschaut, wie könnte das vorangehen. Sind dann aber schnell eigentlich dazu gekommen, dass das nicht möglich ist. Mhm. Wir haben uns dann quasi ein neues Datacenter mal in die Planung aufgenommen, haben das auch konzipiert. So etwas Ähnliches wie das Datacenter haben wir momentan in Heide. Das ist eines der modernsten Datacenter der Schweiz. Und so etwas Ähnliches haben wir auch gemacht. Das ist aber vom Preis her leider bei 60 Millionen gelegen. Und es ist dann nie gebaut worden. Ich bin aber dafür einer der wenigen Informatikleiter oder Datacenterleiter, die jemals ein Datacenter rückgebaut haben, ohne Ausfall und alles migriert haben in ein anderes Datacenter. Aber wenn man aus dem Ganzen rausgeblieben ist, ist eigentlich die Norm. Ja. Die hat mich wahnsinnig interessiert und ich habe auch gefunden, ich habe am Anfang eigentlich ein bisschen Scheu von so Normen und habe gefunden, ja, nein, es ist Overhead, es blockiert, das ist etwas Management-mässiges, das ich gar nicht brauche für meinen Job und so. Mhm. Aber je mehr man sich damit beschäftigt, sieht man so den Kreislauf in dieser ganzen Norm, wie da alles zusammenspielt, dass eigentlich Informationen vom Top-Management ganz ab zum Mitarbeiter müssen, dass die richtig kommuniziert werden und dass auch unten rauf wieder ins Top-Management richtig kommuniziert wird. Und da ist man eigentlich geblieben und alles, was in dieser Norm so drin war, hat eigentlich schon recht viel Sinn gegeben. Es sind teilweise Kleinigkeiten, aber sie machen viel aus. Also je besser, dass ich in einem Unternehmen
Informationen kann austauschen kann, desto besser läuft es auch. Mm. Und das war eigentlich der Grund, wieso ich bei den Normen geblieben bin. Und das liebt man halt irgendwie auch ein bisschen. Ja, das ist schön. Also man merkt ja auch, also man merkt, du hast viel Erfahrung, du hast viel Expertise. Natürlich jetzt auch mit dem Hintergrund macht das noch mehr Sinn, wo du herkommst. Also wie sagst du, kennst die verschiedenen Seiten. Und es bietet ja einfach Orientierung. Das Missverständnis, oder? Dass man sagt, okay, wir können uns irgendwo daran orientieren, auf was wir achten müssen im ganzen Prozess, Korrekt. Wie wir umgehen mit Informationssicherheit. Sehr spannend. Ja, ich habe mega viel wieder mitgenommen in der heutigen Folge. So, ich versuche immer am Schluss ein bisschen zusammenzufassen, ja, was für mich die wichtigsten Punkte sind. Also ich fange mal mit dem banalsten für dich wahrscheinlich an, dass IT und Informationssicherheit nicht das Gleiche sind. Schon mal wichtig, dass man da den Unterschied auch macht und klarstellt. Das zweite Thema ist so ein bisschen der eine Aspekt, wo man sagt, man ist reaktiv auf Incidents, wo man muss reagieren, aber auf der anderen Seite auch aktiv, proaktiv, wenn es um Cyberangriff zum Beispiel geht. Dann so ein bisschen der Mittelweg, den man muss finden als Unternehmen, wie viel wollen wir investieren, wie viel wollen wir reingeben. Trotzdem muss man irgendwie auch noch ein bisschen flexibel bleiben im Alltag und gut arbeiten können, dass man da nicht zu fest noch mit dem Kontrollwahn drin ist. Und der letzte Punkt hat mir auch sehr gut gefallen, dass du schreibst ja dieser Norm mit und dadurch bist du eigentlich halt an der Quelle von den Informationen und kannst da mitgestalten und weisst immer gerade, wie es läuft. Genau. Und man kann sich mit den besten Experten austauschen. Vor allem das ist immer schön, wenn man Zugang zum Expertennetzwerk hat. Genau. Super, hast du noch irgendetwas zu ergänzen? Und jetzt findest du, ich habe das noch vergessen zu erwähnen, was besonders wichtig ist. Nein, ich denke nicht, dass etwas vergessen gegangen ist. Vielleicht nochmal, das ist das Erste, was du gesagt hast, was mir einfach wichtig ist, ist die Information, ist nicht IT. Ja. Das ist vielleicht nicht ganz in den Köpfen meistens, aber sollte es eigentlich sein, Information ist vieles. Alles, was wir diskutieren, ist Information. Es kann nicht informiert werden und es darf nicht direkt in Verbindung mit IT gebracht werden. Also es ist viel weitreichender, genau, als IT. Genau. Ja, nein, auf jeden Fall. Jetzt, du weißt das ja auch, am Ende fragen wir immer gerne so unsere Gäste nach irgendeiner Buchempfehlung oder einer Inspiration, wo du noch unseren Zuhörern würdest mitgeben. Ja. Hättest du da etwas für uns? Also ich habe zwei Buchempfehlungen. Noch besser. Und eins wäre natürlich vom Edward Snowden, Permanent Records. Mhm. Und das andere wäre vom Richard David Precht, Wer bin ich und wie viele bin ich? Und beide Bücher sind eigentlich super. Sehr gut. Danke vielmals. Nehmen wir mit. Ich habe von beiden schon gehört, ich muss aber auch sagen, ich habe beide noch nicht gelesen. Aber nehme ich gerne wieder mit auf die Liste. Sehr gut. Sven, danke vielmals, dass du heute da gewesen bist und dir Zeit genommen hast. Und ja, liebe Zuhörer, ich würde sagen, wir schliessen ab für heute. Es war die 9. Folge. Nächstes Mal haben wir schon 10-jährige Jubiläum, nein, nicht 10-jährige, aber die 10. Folge, die ansteht. Wir verlassen das Thema von der IT-Sicherheit und Informationssicherheit und werden über eine Partnerschaft reden, die OBT hat, und zwar mit dem Athletes Network. Also sind gespannt. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder zuhört und einen schönen Tag.